Oh, das wäre so geil. Twitch-Bann, weil ich Exploding Kittens gespielt habe. Twitch-Bann incoming, läuft. Also damit, das Leben, ne? Damit habe ich schon gespoilert, was wir spielen. Wir haben immer noch die wunderbare virtuelle Anne irgendwo hier zwischen Conny und irgendwo sitzen. Da so sitzt sie so, hier so. Und wir versuchen uns jetzt mit einem nächsten Katzenspiel, nämlich Exploding Kittens. Ich liebe da oben ja Exploding Palme. Kittens. Ja. Anne, kennst du Exploding Kittens schon? Nur von deinem Lied. Das reicht ja. genau, es ist noch in der Beta, es gibt kein Tutorial, das heißt, was ich jetzt machen würde, ist, ich mache einen Tisch auf, um es zu zeigen, dann habt ihr aber meine Karten gesehen, das heißt, dann brechen wir den Tisch ab und machen es nochmal, weil... So machen wir es. Oder wir spielen eine Testpartie oder so, das ist ja dann egal. Ja. Aber dann lade ich euch ein, ich mache auch das Risikometer an, das heißt einfach, ihr seht schon ein bisschen, wie das gefährlich es gerade wird. Okay, ich kenne es am Tisch, aber ich habe es noch nicht auf BGA getestet, ich kenne also nicht das Risikometer. Das zeigt einfach nur an, wie wahrscheinlich es ist, dass man jetzt eine explodierende Katze zieht. Kabum. Na dann also, gehen wir mal rein. Ich hoffe, ich kriege die Regeln einigermaßen hin, die sind nicht sehr kompliziert. Da wird jetzt die ganz viel erzählt. Angezeigt. Das interessiert euch alles erstmal gar nicht, wie viele Karten es gibt. Dann kannst du hier automatische Einstellungen machen. Ich brauche einfach wegklicken den Scheiß. So, also, wir haben jeder eine Kartenhand und wir spielen Karten aus. Und letztendlich versuchen wir nicht zu explodieren. Das ist das Wesen des Spiels. Das heißt, im Spiel gibt es Exploding Kittens und zwar gibt es zwei Stück. Wir spielen zu dritt, also gibt es zwei explodierende Katzen und wenn so eine explodierende Katze kommt, dann gibt es manchmal Möglichkeiten, die auch wieder zu entschärfen. Dann kommt aber die Katze zurück in den Stapel und das heißt, irgendwann im Laufe des Spiels wird es so sein, dass jeder quasi gestorben ist, bis auf einer, weil es zwei explodierende Katzen gibt. Also klassische Player Elimination. Eine Karte haben wir alle zu Beginn bekommen, nämlich eine Entschärfungskarte. Hier, Diffuse heißt die. Müsste die alle haben, so eine grüne Karte, Entschärfung. Das heißt, jeder bekommt die. Jeder hat also einmalig schon mal die Chance, eine Katze zu entschärfen. Alle anderen Karten sind per Zufall. Also der Punkt ist der, ich muss auch irgendwann Karten nachziehen. Und nachziehen ist natürlich mein Problem. Denn sobald ich eine Karte nachziehe, ist es ja wahrscheinlich, dass ich eine explodierende Katze ziehe. Deswegen versucht man, durchs Ausspielen von Karten, zum Beispiel den Zwang, eine Karte ziehen zu müssen, an einen anderen Spieler zu geben. Und das geht einfach durch unterschiedliche Effektkarten. Wir können uns die zum Beispiel mal angucken. Die erste ist hier so eine Angriffskarte, die ich hier habe, so eine gelbe. Und das bedeutet, ich muss jetzt keine Karte ziehen und zwinge den nächsten Spieler, zwei Spielzüge zu machen. Das ist natürlich eine super Möglichkeit. Ich ziehe keine Karte, der nächste muss zweimal eine Karte ziehen, wenn es dumm läuft, wenn er keine Karte hat. Also das wäre zum Beispiel eine spannende Karte. Die habe ich ein paar Mal auf der Hand. Attack, also damit kann ich ätzende Sachen machen. Oder ich habe Blick in die Zukunft, dann kann ich mir die nächsten drei Karten vom Stapel angucken. Was ja auch schlau ist, weil wenn ich dann sehe, die nächste Karte ist kein Exploding Kitten, dann ziehe ich sie einfach, weil es ja mir egal. Oder ich habe hier eine Hops-Karte. Ich beende einfach meinen Zug, ohne was zu ziehen. Das ist ja alles bei BGA immer so schön erklärt. Die habe ich auch ein paar Mal. Und dann habe ich hier so eine Taco-Katze. Und zwar ist es manchmal so, dass gewisse Karten erstmal keine Vorteile bringen. Du musst aber Pärchen oder Drillinge von Karten sammeln. Und dann kommt ihr Effekt. Zum Beispiel, wenn ich die hätte, dann kann ich eine Karte vom Gegner stehlen. Was natürlich auch cool ist, weil mit etwas Glück ziehe ich vielleicht seine Diffuse-Karte, also die Entschärfung. Dann habe ich schon zwei Entschärfungen und der andere geht aber direkt hops, wenn die Exploding Kitten kommt. Und dieses Risikometer, das ist im normalen Spiel nicht dabei, das ist halt nur auf BGA, das zeigt die Wahrscheinlichkeit, die ich habe, dass hier jetzt eine Exploding Kitten kommt. Und du siehst, es sind nur 17 Karten. Das heißt, es gibt schon jetzt eine 12%ige Chance, dass du jetzt explodierst. Das ist halt schon, das kenne ich halt noch gar nicht, dieses Barometer. Das ist halt schon irgendwie freakig gerade. Ich bin sehr gespannt. Genau. Also, was jetzt bei der ersten Exploding Kitten ja kein Problem wäre, wenn es explodiert, weil man es ja noch entschärfen kann. Aber im Laufe des Spiels wird es ja ein bisschen schwieriger. Ja. Und ich würde sagen, wir spielen einfach mal hier die Testpartie zum Reinkommen. Das ist wirklich ganz einfach. Es steht ja alles auf den Karten drauf. Zum Beispiel schaue ich mir jetzt einfach die Zukunft an. So, genau. Es gibt Nö-Karten. Wenn ein Spieler jetzt eine Nö-Karte hat, kann er die spielen und dann kann ich eben nicht in die Zukunft gucken. Zack, da ist die Nö-Karte. Nö. Genau. Das war sehr lieb von dir, Conny. Dann schaue ich nicht in die Zukunft. Jetzt könnte ich gegen die Nö eine Nö spielen. Wie gemein. So, du musst eine in die Zukunft. Ach, du hast eine Nö. Das heißt, dadurch erlaubst du es eben ja doch. Ja, geil, danke. Anne, ich kann so nicht arbeiten. Okay, so, jetzt sehe ich auch, was als nächstes kommt und denk mir, oh, ich ziehe eine Karte.
Und sag mal, viel Spaß, Odins Braut. Ach, du mischst noch mal, du bist ja auch eine Dominus. Conny hätte sehr nämlich gut. Den Exploding Kitten gezogen, wenn wir normal weitergemacht haben. Das wäre cool gewesen. Ich dachte, um das wieder zu neutralisieren, dass du die nächsten Tag kennst. Okay. Sehr gut, Anne hat es verstanden, Anne ist dabei. So funktioniert so. Das Spiel, ganz genau. Und so, du und greifst Anne die Board Game jetzt Angriff. Nee, das heißt aber, ach doch, sie greift mich an, was macht sie? Du musst zwei Züge machen, also musst zweimal ziehen. Ich muss zweimal ziehen, okay. Das Risikometer darf man übrigens nicht mit dem Husometer vergleichen. Das gibt's auch, aber das findet außerhalb von BGA statt. Genau. Ich werde erstmal spielen und nicht ziehen. Ja, aber das so ist, wirst du nicht lange durchhalten, das Nicht-Spielen. Irgendwann musst du auch genau. mal spielen. Genau. Und dann spiele ich ein Pärchen. Oh. Und darfst eine Karte spielen. Klaue von Basti eine Karte. Oh, eklig. Bist aber immer noch dran. Ich bin immer noch dran, ja. Das Klauen ist immer noch nicht verhindern des Nachziehens. Dann spiele ich noch klar, einen Angriff. Dann muss ich nämlich Karte nicht spielst. Und du musst zweimal. Genau, und da gibt es natürlich. Ich habe nichts nachgezogen, können wir festhalten. Genau, und da kommt jetzt natürlich die Sonderregel, dass ich das jetzt verlängern kann. Oh. Ich muss dann viermal, oder wie? Nein, kann ich leider nicht. Wieso muss ich denn dreimal ziehen jetzt? Weil du durch die Attacke zwei extra Spielzüge machst. Nee, ich zwinge den nächsten Spieler, zwei Spielzüge direkt nacheinander auszuführen. Aber bei mir steht, ich muss drei Züge machen. Plus einen zusätzlichen, warte mal, das kann ich jetzt nicht mehr lesen, weil plus du was draufgespielt hast. Vielleicht war Conny nur spielt dein Opfer dabei, hier, spielt dein Opfer dabei selbst eine Karte Angriff aus. Ich war gerade Opfer. Stapeln sich die Angriffe und die Spielzüge werden auf den nächsten Spieler übertragen, der den derzeitigen Spielzug des Angreifers verbleibende Spielzüge plus eins. Dadurch, dass Anne mir eingegeben hat und ich den Angriff an dich auch nochmal weitergebe. Ach so, ich kann den weitergeben. Musst du jetzt, du kannst den so gesehen weitergeben und es geht dann an den nächsten immer höher. Also, dann hast du jetzt vier Züge. Also, Anne macht jetzt vier Züge. Und explodiert erstmal. Und explodiert. So, du aber machst natürlich Anne Diffuse. Kann entschärfen. Und jetzt kommt das Coole, du kannst entscheiden, wo du die jetzt zurücklegst. Ja. Wie, wohin? An welche wo du sie jetzt wieder in den Stapel zurücksetzt. Dir muss nur klar sein, die nächsten drei Karten ziehst du. Ja. Gut, dass du es nochmal sagst. Danke. Wer war nach mir dran? Die Conny. Ich bin nach dir dran. Überlege es dir gut. Jetzt hat sie sich verzählt und zieht im dritten Zug doch an. Ja. Oh, das Risikometer steigt auf 16%. So. Boardgame B ist wieder dran. Ich traue Anne nicht. Wir mischen das erstmal durch. Ich habe extra schlau. So getimt, dass Basti die zieht. Ja, alles gut. Kannst du doch nicht machen. Ja, ist klar. Und schon kriegst du wieder einen Angriff. Es ist nur 17% Risiko, da passiert doch gar nichts. Schaut sich erstmal die Zukunft an. Ja, das bringt aber nichts. Ja. Das musst du aber ja, wieso? Sie kann sich drei Karten angucken, vielleicht kann sie dann noch was ändern. Sie hat ja noch ein paar Karten. Also jetzt kennt sie ihr Schicksal. Sie wird sterben. Hallo? Aber es war ein einfacher Tod. Bitte. Nur noch ist sie da. Nee, sie noch versucht erstmal einen Regenbogen was zu aus. Die Regenbogenrüpsende Katze. Und sie klaut von dir Karten. Ich weiß schon wieder gar nicht, was sie geklaut hat. Das weiß ich jetzt auch nicht, aber sie hat eine Karte geklaut. Also sie steht schon wieder. Und jetzt klaut sie von mir. Ey, das jetzt langsam wird es aber nicht mehr lustig hier. Stopp. Aber sie hat immer noch zwei Züge. Also von daher, sie kennt die Zukunft und muss noch zweimal ziehen. Sie kann noch sterben. So, sie hat einen Wunsch. Sie kann jetzt einen von uns zwingen, ihm eine Karte zu geben. Ihr eine Karte zu geben, okay. Ja, wir gehen langsam die Karten aus. Naja. So, ich finde, jetzt kann sie, nachdem sie uns so viele Karten geklaut hat, kann sie jetzt sterben. Jetzt ist es okay, jetzt können wir ihr die Katze geben. Und da ist sie tot. Aber sie kann entschärfen. Weil sie dir die Entschärfungskarte geklaut hat oder weil sie sie auf der Hand hatte, man weiß es nicht. Sie muss sie auf der Hand gehabt haben. Ja, glaube ich auch. So. Conny, jetzt stirbst du. Ich ziehe eine Karte. Jetzt stirbst nämlich du, mein Freund. Ich höre das Kaboom bis hier. Glaube ich nicht. Du skippst. Oh, das wäre jetzt fies, wenn Anne jetzt das geplant hat, dass du es kriegst und sie jetzt selber kriegt. Hat sie nicht. Ich ziehe einfach eine Karte. Das ist aber gar kein Problem. Weil du auch entschärfst. Weil ich die einfach mal ganz entspannt entschärfe. Okay, jetzt gehen uns langsam die Diffuse-Karten aus. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich durfte ja noch nichts zurücklegen, wie ich das hier einstelle. Ach, Herr ich hatte Jemini. Das mal in der Alpha gespielt, da hast du, glaube ich, so eine Ansicht mit den ganzen Karten. Okay, nee, hier ist es anders und ich mache das mal so. Ja, dann. Langsam wird es riskant. Es war klar, dass das jetzt explodiert. Ja, das kommen. Es war offensichtlich. Natürlich kannst du entschärfen. Ah, so macht man das. Ja, ja. Also für dich einfach auf zwei stellen, dann kommt es bei mir an. Dann ist es ganz einfach. Sicher? So ungefähr. Vielleicht stellst du auch auf die 1. So.
Ich guck mir mal an, was du so gemacht hast. Wo wird mir das denn angezeigt? Nee, es kann auch einer noch spielen. Nös spielen. Ihr könnt noch Nös spielen. Du darfst. So, okay. Hat Basti jetzt gewonnen, weil er keine Karten hat? Nimm deine Waffe, strecke dich nieder. Ja, das Problem ist, ich muss was ziehen und ich weiß, was die nächsten drei Karten ziehen. Ich würde mal sagen, Conny, das war's, meine Liebe. Es wird nicht gut, kann ich sagen. Ich bin dann mal weg. So, jetzt bin ich dran und ich ziehe jetzt natürlich entspannt eine Karte. Du ziehst ganz entspannt eine Karte und bist auch weg. Ich habe gewonnen. Du hast jetzt gewonnen. Es waren zwei Exploding Kittens nacheinander. Das heißt, ich wusste, er geht mit mir unter. Ja, wann kommt eigentlich der Berserker ins Spiel? Können wir darüber nochmal reden? Den wolltest du jetzt auch haben, ne? Unbedingt, der fehlt mir jetzt. Oh, jetzt Punkten kommt erstmal ein Serverfehler. Der kommt gar nicht nach. Den habe ich auch gerade. Das zu berechnen, was ich alles gerade gespielt habe. Habe ich jetzt nicht mehr gewonnen, oder was? Das war ja nur die Einführungspartie. Wir hatten ja gesagt, das war jetzt mal so zum Warmwerden und jetzt spielen wir es mal richtig. Jetzt soll ich das Risikometer mal ausmachen oder findet. Ich finde das witzig. Ich finde das ganz witzig, wenn das an ist. Am Ende kannst du es eh nicht beeinflussen. So, das ist ja trotzdem. Ich würde es anlassen, glaube ich. Jetzt glaube ich auch zum Zugucken schöner. Ja, man sieht ja, wie viele Karten noch im Stapel sind und damit weiß so ja pokern. Relativ gut, wie die Wahrscheinlichkeiten sind. Also es ist ja jetzt kein so krasser Spoiler. Nein, das nicht. Aber natürlich mit mehr Leuten noch lustiger, aber halt auch ein riesen Glücksfest. Also à la, ja, absolut. Sagen wir hier, wie heißt dieses, wo man immer rumschießt? Wie heißt das Ding? High Noon ist die Erweiterung und das Ding heißt Cold. Ich habe gerade keine Ahnung. Cold, wo du gerade bist? Cold Express oder wo bist du gerade? Nein. Das Western-Spiel, wie heißt denn das Western-Kartenspiel? Ach Gott, ja, hier, Chat, sagt mal, die wissen das. Mit den versteckten Ich weiß, Rollen was du meinst, wir haben das schon gespielt und ich hasse es. Du kannst halt hier auch Autozüge quasi anmachen. Bang, danke, bang. Du kannst hier so Autozüge auch anmachen, dass du halt quasi, wenn du in einem Turnier spielst, halt immer gefragt werden willst, ob du eine Nö-Karte spielst, auch wenn du keine Nö-Karte auf der Hand hast. Du kannst aber auch sagen, hey, wenn ich keine Nö habe, tut mich einfach nicht fragen und so. Ich greife direkt mal Anne an. Ich gehe direkt mal rein und greife Anne an. Verstehe. Ich habe dich jetzt auch hier weggemacht. Anne guckt erstmal in die Zukunft. Macht auch Sinn. Ich spiele gleich die Melonenkarte, passt auf. Die Melonenkarte? Was ist denn das hier? Ich mache mal den. So, ihr attackt. Ja, erstmal Attack, Vollgas. Das tut mir ein bisschen sehr leid für Anne jetzt, weil ich attacke einfach zurück. Die stiehlt dir jetzt erstmal eine Karte? Nee, erstmal dir. So, jetzt steht kommt sie jetzt dir. Womit? Nee, wieder dir. Sie will es wirklich wissen. Sie will aber nicht es kommt platt nicht machen. Die Karte, die du brauchst. Das ist nicht die Karte, die du brauchst. So, und jetzt zwingt sie mich, dass ich ihr was gebe. Nee, ist ja schön dann gebe ich dir wenn das. Wenn du was Gutes gibst. Ich will was geben, was eh gerade über war. Ja. So, und jetzt? Sie schaut sich nochmal die Zukunft an. Aber sie kann nur drei Karten wissen, sehen und nicht vier. Stirbt. Ja, ja. Aber jetzt nimmt sie schon mal die ersten drei, weil sie keinen Schiss hat. So, verstehe ich. Aber jetzt... Also, okay. Ja, klar, und jetzt gibt sie. Ja, der war gut, der Move. Der war gut. Ja, war schon irgendwie ganz geil gespielt. Dann greife ich nochmal an. Was soll der Scheiß? Ist mir so auf den Sack hier langsam, ehrlich. Jetzt kann wieder einer Nö spielen. So. Aber das wollte Odins Braut diesmal nicht. So. Ich mag halt das Artwork von Exploding Kittens gar nicht. Wieso? Ich weiß nicht, es ist mir so aufgesetzt. Spielen wir Nö. Dinge. So, was haben wir denn hier Hübsches? Und holt euch auf keinen Fall Exploding Minions. Das ist zwar das schönere Artwork, aber das Spiel ist so mit so viel Luft verpackt. Das ist so traurig. Okay. Ich guck mal in die Zukunft. Nö. Ernsthaft? Ach, Basti. War doch klar, dass das jetzt passiert. Ja, gut, dann explodiert. Kravums. Ja, aber das macht nichts. Ich kann mich, verteidigen. Ja, ist ja kein Problem. Ich kann mich verteidigen. Die machen ja Yoga auf der Karte, cool. Wie heißt denn die Yoga-Position? Der sterbende Geek. So. Ach, das bist du auf der Karte. Boah, geil, ich könnte so ein Sportprogramm für Brettspieler mal machen. Das fühle ich aber. Oh, das mache ich auf TikTok. Einfach damit man, weißt du, so am Brettspielregal reinräumen, runter, so diese ist Übungen. Klar. Oh, das fühle ich ja total. Wie, das glaubt mir einer. Ich habe das nicht laut gesagt. Das mache ich. Wenn ihr das morgen beim Playing Chiller seht, dann wisst ihr, woher die Idee hat. Dass es von dir kommt. Ist klar. Habe ich so gesagt quasi. Was, ich muss du dir eine Karte dir geben? Was? Hörst was du jetzt mal du auf? Was dir denn? Da bin ich gleich kartenlos, Anne. Wir machen das gut. Weiter so. So, und was jetzt so? Ich möchte mal nicht ziehen. Alter, du mit deinen Drecks-Nö-Karten die ganze Zeit. Du gehst mir echt auf den Sack langsam. Na toll. Na, und ja Anne benutzen. Explodiert und hat wahrscheinlich gerade von Basti eine Verteidigung hier, eine Entschärfung gezogen. Läuft.
Das ist kein Spiel für mich. So, jetzt schauen wir mal, wie lieb Odins Braut ist. Nee, ist klar. Rabum. Aber weißt du, was dein Problem ist? Ich habe noch eine. Sehr schön. Das ist ja nicht mein Problem. Naja doch, wir wollen ihn ja eigentlich als erstes killen. Oder war das nicht vorhin die Absprache? Ja, ich hab's ja versucht. Das sollst du nicht zugeben, Mensch. Aber jetzt hat er keine Karten mehr. So, ich möchte erstmal den Stapel durchmischen. Ich träume nicht. So, und jetzt? Kabumm. Nein. Ah ja, guck. Okay, Basti kann sich nicht verteidigen, wenn es kommt. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ist ja erst bei 50%. Es sind nur noch 4 Karten drin. Die Frage ist, wie viele Entschärfungen haben wir schon hinter uns? Wie viele Entschärfungen gibt es noch? Anne jetzt müssten noch alle weg sein, wenn ich richtig mitzähle. Ich habe langsam auch so das Gefühl, es kann nicht mehr viel entschärft werden hier. Boah, ich traue ihr einfach gar nicht. Also muss ich einmal durchmischen. Und jetzt mache ich Münzen. Jetzt machen besser. Wir Münzwurf. Und ich bin so ein netter Mensch, Basti. Oh, yeah! Yeah! Entschuldigung. Na? Hat noch jemand eine Nö-Karte? Alter! Ihr geht ja. Mir vielleicht auf den Semmel hier. Ja, ja. Und Tschüssikowski, weg bin ich. Ciao, Connys. Mit so euch spiele ich nicht mehr. Ach, sehr gut. Das war jetzt richtig und wichtig alles hier. Nee, überhaupt nicht. Du warst das Opfer, nicht ich. Das hast du wieder nicht verstanden hier. Okay, Münzwurf, wer wird's? Stirb. Ich werd's nicht. Oh, hoffentlich hat Anne noch eine Entschärfung. Bitte hab noch eine Entschärfung. Ist nur noch eine Karte da, 100% Risiko. Sie hat keine Entschärfung mehr. Bitte hab noch eine Entschärfung. Misch nochmal, ja, zur Sicherheit. Das ist meine Runde gewesen. Sehr geil. Ich habe extra nochmal gemischt. Verstehe. Ja, es hätte ja was bringen können. Ne? Ja. Schön. Ja, das ist Exploding Kittens. Genau, kann man natürlich auch sich als Kartenspiel kaufen. Ist ja ein beliebtes Ding. Gab es immer wieder Kickstarter. Ich habe das nie verstanden. Wir haben es tatsächlich in der Not Safe for Work Edition. Das kann man zwischendurch mal machen. Ich was mag ist da anders? Dingen, die Grafiken sind dann die Grafiken fickiger. Sind anders. Die sind extremer. Spielt sich das dann wie Gay-Sauna runter? Das kann ich leider nicht beurteilen, das habe ich nicht gespielt. Aber ich bringe es mal mit und dann kannst du den Vergleich ziehen. Da geht es aber auch darum, dass der schwarze Peter immer weitergereicht wird bei Gay-Sauna. Aber okay. Das ist ein anderes Spiel. Ich habe das Gefühl, dass wir schon wieder völlig eskalieren. Und so, was sagen wir denn zur BGA-Umsetzung? Die ist doch eigentlich ganz gut gewesen, finde ich. Ich finde das Barometer cool bei BGA. So. Also das ist schon nochmal ein schönes Plus. So. Das kannst du halt auch nur digital machen. Sowas funktioniert am Tisch halt nicht. Und das mag ich schon, ja. Ja, es ist schwarzer Peter in anders. So. Ja, in Nerdic ist es ein netter Absacker. Ein Riesenglücksfest. Also strategisch auf jeden Fall. Gibt's da nicht viel. Du spielst eh mal die besten Karten aus. Klar, gibt es 2-3 Taktiken, aber prinzipiell bist du rein vom Kartenglück abhängig. Und am Ende gewinnt der Geekpunkt. Also so ist es halt. Muss ne? Das aber es war Freundschaftsmodus leider. Ja, ach verdammt, das auch noch. Hast du nicht mal was davon? Wer macht denn sowas? Dann machen wir jetzt nochmal die richtige Revanche und schmeißen vorher YouTube raus. Ja, jetzt gibt es das auch gerade als Netflix-Serie, da kann man sich das gerade reinziehen. Die ist sehr durchgeknallt, da kommt Gott in Form einer Katze auf die Erde. Okay, und hat 7 Leben. Ja, weiß ich nicht genau. Ich bin da bei der Serie eingeschlafen, aber angeblich habe ich sie durchgeguckt, schon gebingewatcht auf Netflix. Ja, dann. Aber lieber bei der Serie einschlafen, als mit euch bei einer Runde Exploding Kittens. Oh, es gibt ja jetzt Exploding versucht Kittens es wieder, ne? Imploding Kittens, es gibt Exploding Zombies. Dann ist es so, dass dann noch ein Zombie am Tisch sitzt, dann hast du keine Player Elimination. Minions ja und alles kannst wichtig. Du explodieren lassen hier. Genau. God vs. Evil ist, glaube ich, das neueste Ding und es gibt so eine riesen Big Box auch. Es gab auch Barking, gab es nicht irgendwie auch Barking-Kittens? Ja, genau, mit Hunden. Genau, die Katzen bellen dann, da damit was. Sie wie Hunde sind und so. Ja, dieses Franchise ist ziemlich nichts, durchgelutscht. Was es nicht gibt, so. Ja, aber es funktioniert noch. Also, die Frau wird gemolken, bis sie tot umfällt. Ja. So sieht's aus. In meinem Kopf sehe ich immer noch den schwarzen Peter in der Gay-Sauna vor mir, deswegen muss man ganz dringend abmoderieren. YouTube, schreibt ihr doch mal runter, ob ihr ein Fan seid von Exploding Kittens oder Exploding Minions, Barking Kittens. Welche Version habt ihr Bock drauf? Oder denkt euch eine neue aus. Denkt euch eine neue aus, genau. Exploding Geekpunkt. Ich bin dabei und bis dahin sagen wir erstmal Tschüss, YouTube. Tschüss. Ich dachte jetzt wirklich ernsthaft, du sagst jetzt, sag doch mal, ob ihr Fan von Gay Sauna seid. Mein Kopf dachte jetzt, oh nein, das sagt sie jetzt nicht wirklich. Ich dachte nur, ob ihr Fans von Gay-Sauna seid. Ich halt irgendwann. Wenn du es nicht zu Ende bringst, dachte ich mir, irgendwer muss es jetzt mal beenden. Ja. Das ist einfach not safe for work, was wir hier machen. Das geht nee, absolut gar nicht. Ui. Hier ist jetzt nichts mehr. Also, was ich meine, wenn du willst.
jetzt hier noch ein Video von mir, da ein Video von meinen Freunden. Und wenn du mir ganz viel Liebe da lassen willst, dann drückst du hier drauf und lässt mir ein Abo da. Aber hier ist jetzt zu Ende. Du musst nicht nach Hause gehen, aber bleiben kannst du auch nicht. Tschüss.